Hallo und herzlich willkommen im Keller zu diesem Werbevideo. Ja, ausnahmsweise mal Werbevideo. Ich habe ja, als ich gesagt habe, ich mache keine Werbung, mit Ausnahme von Eigenwerbung, genau diese Ausnahme deswegen hinzugefügt, weil ich mir schon gedacht habe, dass ich vielleicht ein paar Jahre später irgendwann mal auf die Idee komme, tatsächlich Eigenwerbung zu machen. Braucht alles Zeit bei mir. Und ja, dieser Moment ist nun tatsächlich jetzt gekommen und ich werde da auch schön brav Werbung eben entsprechend einblenden, damit das auch schön klar ist, dass es sich dabei um jetzt genau das handelt, weil ich nämlich tatsächlich euch was andrehen will mit krasser kommerzieller Absicht und das will ich auch gar nicht schönreden, weil auch ich benötige Geld, weil mit Geld kann ich mir was zu essen kaufen, ja? Und wenn ich nichts esse, dann sterbe ich. Das ist zwar jetzt im Grunde gesehen, ökologisch betrachtet, nicht weiter dramatisch, zumal ein Individuum aus einer Population von 7 oder 8 Milliarden oder 9 oder 10 demnächst Homo sapiens eigentlich nicht weiter bedeutend ist. Das heißt, das braucht euch eigentlich nicht großartig kratzen. Ich persönlich habe aber aufgrund der Biologie, die uns das halt so eingeimpft hat, ne, einen gewissen Selbsterhaltungstrieb und möchte eben entsprechend gerne vermeiden zu sterben, weil ich mir nichts mehr zu essen kaufen kann. So, ganz so pleite bin ich noch nicht, keine Sorge. und daher möchte auch ich irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Ja, das ist so in der Gesellschaft, das muss man halt tun. Ja, da kann man jetzt für Cola-Deckel auf Cola-Flaschen schrauben oder Herzoperationen durchführen oder Flugzeuge landen und starten oder Kanalreinigung betreiben, übrigens auch wichtig. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Möglichkeit meiner Wahl, die ich gerne machen würde und das wäre schön, wäre tatsächlich gegen einen kleinen Obolus mit vorzugsweise dir, der du das jetzt siehst, wenn du möchtest, na, im Wald rumrennen und ein bisschen was erklären. Ja? Denn darum geht's jetzt. Ich hätte ein paar Führungstermine anzubieten. Eigentlich habe ich für sowas auch eine Homepage, die ist aber immer noch nicht fertig. Und bevor jetzt jemand angerannt kommt und meint, oh, ich helfe dir mit der Homepage, ist super nett und da gab es schon wirklich viele, die diesbezüglich mir weiterhelfen wollten. Und das finde ich echt toll und das ist echt nett von euch, gerade wenn ihr das besonders gut könnt und für euch das quasi ein Kinderspiel ist und ich da schon ewig lange ran rumdokter. Aber ich möchte es trotzdem einfach gerne selber machen. Ich bin da dieser seltsame Typ Mensch, der was er einigermaßen hinkriegen kann. Es gibt auch Dinge, die kann ich absolut nicht, ne? Da habe ich keine Chance. Aber was ich noch einigermaßen hinkriegen kann, zum Beispiel eine Homepage bauen, auch wenn das umständlich ist und lange dauert und ich mich doof anstelle, ich krieg es noch hin, habe ich das Gefühl. Ja? Und dann weiß ich, wie das Ding entstanden ist. Und dann kann ich eben entsprechend auch was ändern, falls das notwendig sein sollte. Und die wird jetzt auch sicherlich bald fertig. Das sage ich jetzt schon eine ganze Weile, dass die bald fertig wird. Das Problem ist, ich denke halt in forstlichen Zeiträumen. Und bald, wenn ich bald sage, meint das was anderes bald als bei anderen Leuten bald. Da kann man sich dann wunderbar drüber streiten. So. Sinnlose Einführung und zur Erklärung, weshalb es eben noch keine Homepage gibt, ich aber trotzdem schon ein paar Führungen machen möchte. Also ich habe schon welche gemacht. Es ist nicht so, dass das jetzt die ersten sind, aber jetzt mal ein bisschen mit mehr Werbung. Ne? Hier, da oder da oder auf beiden Seiten, weiß ich nicht. Mal gucken, wie ich das im Schnitt mache. Also ich hätte anzubieten, erstmal die Termine, 29. Juni, 30. Juni, dann nochmal 13. und 14. Juli. Und wenn die jeweils voll sind, dann hätte ich noch den 27. und 28. Juli, falls das nicht reicht, ne, die anderen vier Termine, weil wenn mir jetzt die Bude eingerannt wird. Im Übrigen Thema Bude einrennen. Bitte, 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 wenn ihr euch sonst nichts merkt in diesem Video, bitte merkt euch eins, solltet ihr das ein bisschen später gucken, als ich es veröffentlicht habe, ja? Im Übrigen sind alle 2019 gemeint, die entsprechenden Termine. Das heißt, wenn ihr das 2020 guckt oder sonst wie nach diesen Terminen, hat sich sowieso erledigt, gell? Aber solltet ihr das relativ zeitnah gucken und doch nicht ganz, 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 ganz zeitnah, also sprich so 2-3 Tage später oder 4 oder 5 oder eine Woche, dann seid doch so gut und schaut einmal kurz in die Kommentare. Da gibt es den obersten Kommentar, das ist einer von mir, den werde ich anpinnen und der besagt, wie denn die momentane Anmeldungsstatistik aussieht, damit ihr jetzt nicht unnötig eine E-Mail schreiben müsst, um euch anzumelden, wobei doch schon alles voll ist. Also sollte das der Fall sein, Gott,
Ich gehe nicht davon aus, aber man möchte ja gerne für alle Eventualitäten vorbereitet sein. Gut, Termine findet ihr auch nochmal unten zum Nachlesen in der Videobeschreibung. Das müsst ihr euch jetzt also entsprechend nicht merken und schon gar nicht jetzt den Notizzettel rausholen und irgendwie mitschreiben. Ich möchte trotzdem kurz erklären, worum geht's und dann, wo ist das Ganze? Erstmal, worum geht's? Also, Grundlagen, sagen wir mal, eine erweiterte Waldführung würde ich das Ganze nennen. Titel, wenn man dem Ganzen einen Titel geben möchte, ist es sehr divers und wir reden gerne über alles, was euch unterwegs auch an Fragen einfällt und was euch interessiert. Aber genereller Titel ist, wie der Wald von morgen aussehen könnte. Oder wie sieht der Wald von morgen aus? Denkt euch da irgendwas Schönes ein. Das jedenfalls ist der Arbeitstitel dieser Führung, weil ich ihn noch nirgendwo aufgeschrieben habe, deswegen Arbeitstitel. Aber darauf läuft es hinaus. Ich möchte gern mit euch ein paar verschiedene Waldbilder angucken. Sehr viele verschiedene Waldbilder. Es sind auch fast alle Hauptbaumarten vorhanden. Lediglich für die Kiefer müssen wir ein bisschen tricksen. Aber alle anderen Hauptbaumarten sind vorhanden. Und auch noch ein paar exotische Sachen und in verschiedenen Waldbildern. Also es ist wirklich eine sehr diverse Führung, wo man ganz, ganz viele verschiedene Waldbilder eben entsprechend auch zu sehen bekommt. Und die werden wir alle diskutieren. Und primär ist eben die zentrale Leitfrage, ist das jetzt gut? Macht man das jetzt so weiter? Soll man das nicht so weitermachen? Und wenn man das so weitermacht, was passiert dann? Wie könnte man es besser machen? Das so grob als Leitgedanke. Außerdem schauen wir uns noch die örtliche Geologie an. Es gibt einen gewissen bodenkundlichen Schwerpunkt, weil dankenswerterweise diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen, wissen hoffentlich, dass sie gemeint sind, haben wir bei der letzten Führung ja ein Bodenprofil gefunden. Also ich kann auch wirklich mit allen mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten was zum Boden erzählen und werde das auch tun. Boden ist wichtig. Ja, klingt erstmal langweilig, ist aber wichtig und ist draußen viel spannender als in Videoform, weil dann kann man auch gleich mit rummatschen. Das ist schön, ja? Was Haptisches für die Finger. Matsch, juhu. Wehe, ihr matscht nicht mit. Also wenn ihr mitkommt, müsst ihr auch matschen. So, jedenfalls, dann haben wir noch ein bisschen Probleme des Waldes 2018 bedingt. Ne, da war ja relativ viel Trockenheit. Die Folgen davon können wir uns auch angucken. Es sind recht moderate Folgen. Es gibt Regionen, da sehen die Folgen noch viel, viel, viel schlimmer aus. Aber trotzdem zum Zeigen ist es ganz gut geeignet. Dann können wir uns angucken, was man tun muss, damit ein Jahr wie 2018, sollte es das nochmal geben, nicht so schlimm wird. Da gibt es auch entsprechende Beispiele. Es gibt ein paar rätselhafte Objekte im Wald, wo ihr dann bitte interaktiv mitraten dürft, was ihr davon haltet. Und was das eventuell sein könnte. Je nach Gruppe habe ich festgestellt, geht sehr, sehr schnell und wenn nicht, haben sie ganz viele kreative Ideen gehabt bisher. und wir haben noch, ja, die Geologie, wie gesagt, die haben wir auch noch. Wir haben ein wenig Trinkwasseransprache, also Gewässeransprache. Wie kann man feststellen, ob das Trinkwasser ist? Sämtliche Baumarten hatte ich schon erwähnt. Dann haben wir noch ein wenig Biodiversität. Dann haben wir einen, meiner Meinung nach, quasi Urwaldabschnitt auf der Führung dabei. Es gibt ja nur quasi Urwald, ja, richtigen Urwald gibt es ja in ganz Deutschland nicht mehr. Wir haben Aussicht, wir haben Waldferndiagnose, dadurch, dass wir Aussicht haben. Dann haben wir noch ein bisschen Waldhistorisches, sogar eine sehr historische Anlage, die sich da im Walde befindet. Ich mag nicht zu viel verraten, weil mir ist schon dran gelegen, dass jetzt nicht unbedingt jeder Hinz und Kunz rausfindet, was diese Route ist und wo die langführt, weil da habe ich wirklich ein bisschen rumspinifeln müssen, um die zusammenzustellen und daher möchte ich das schon gerne für mich behalten. Klar, wenn ihr mitgegangen seid, dann wisst ihr es. Ja, das ist so. Das kann ich nicht vermeiden. Will ich auch gar nicht. Ne? Das soll ja dann schon eben auch der Vorteil sein, wenn man mitgegangen ist. Aber ich werde bis dahin wirklich einen Teufel tun. Entschuldigung. Irgendwas muss ich halt auch verkaufen. Kommerz-Ben. Böser Kommerz-Ben. Da hier jetzt dazu auch noch ein Video zu machen oder was. Na, dann braucht keiner mehr mitgehen. Das machen wir nicht. Größtenteils versuche ich auch schwerpunktmäßig Dinge anzusprechen, die ich jetzt in Videos so noch nicht erklärt habe. Darunter sind auch ein paar Sachen, die im Grunde aus meiner Meinung nach ein sehr gutes und ein sehr erfolgreiches Video abgeben könnten. Habe ich aber absichtlich bisher noch nicht gemacht. Ja, ich bin böse, 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 böse. Damit ich halt noch so ein paar Exklusivinhalte für zahlende Kundschaft dann tatsächlich draußen im Walde eben entsprechend bereitstellen kann. Jo, was haben wir noch? Wir haben die verschiedene Waldbilder mit Fichte und eben die Frage, wie kann man Fichte eventuell noch beibehalten als zentrale Baumart im deutschen Forst und wo ist sie nicht mehr so gut geeignet und
Wichtig ist dann noch, ganz wichtig, habe ich vergessen, Jagd-Hochsitz-Ansprache machen wir auch noch. Also wo steht ein guter Hochsitz, wo steht ein schlechter Hochsitz, generell noch ein bisschen was Jagdliches, also so ein bisschen für die Nichtjäger. Ne? Also jetzt, wenn ihr Jäger seid und geht da mit und denkt, ihr erfahrt irgendwelche ungeheimlich tollen Insider-Tipps, also Jagd für Nichtjäger, so auf dem Niveau. Aber für geneigte Jäger gibt es natürlich jede Menge anderes Zeug, zu Grünzeug und so weiter. Ein paar Tiere. Ich erzähle euch gerne, wer wo wohnt, dass wir sie sehen. Kann man halt einfach nicht versprechen. Ja, das kann man definitiv nicht versprechen. Und jetzt wichtig, jede Tour ist ein bisschen individuell. Ja, ich habe einen groben roten Faden, ich habe eine Route, wo es lang geht. Und entlang dieser Route habe ich für mich im Kopf so diverse Punkte, also wie bei jeder Naturführung, das läuft immer so ab, habe ich so diverse Punkte bei mich im Kopf, bei denen man stehen bleibt und bei denen ich dann irgendwas erkläre. Aber abseits davon seid ihr dann, wenn ihr da mitgehen wollt, bitte aufgerufen, wirklich zu gucken, was ihr noch so abseits des Weges finden könnt oder auch auf dem Weg oder über dem Weg, völlig egal. Und gerne dann immer jederzeit mich mit irgendwas zu bewerfen, was Weiches bitte, oder anzutippen, anzubrüllen oder was auch immer, damit ich euch gefälligst erkläre, was ihr da gerade gefunden habt. Also ganz, ganz wichtig ist bei Ben-Führungen, also für mich, da ich ja der Ben bin, die Interaktivität, was die Fragen angeht vor allen Dingen. Ja, also überlegt euch was, was euch unterwegs interessieren könnte und fragt, was das Zeug hält, fragt, was immer ihr wissen wollt, weil, Achtung, Werbung. Das heißt, bei Werbung muss man hin und wieder darauf hinweisen, dass es Dinge gibt, die man besser kann als die Konkurrenz. Und das werde ich jetzt tun, auch wenn ich die Konkurrenz im Grunde wirklich sehr lieb habe und sie auch nicht ärgern möchte. Und ihr dürft auch gerne mit der Konkurrenz auf Tour gehen. Absolut toll und konform ich damit bin. Ja, und die sind alle auch ganz super. Aber wenn ihr Fragen habt, dann wird euch ein, tut mir leid, wirklich leid, aber bitte, bitte nicht böse sein, ein in der Freizeit als Naturranger arbeitender Kfz-Mechaniker oder ganz anderer Beruf, scheißegal, meinetwegen auch Arzt, Professor für angewandte Informatik oder was auch immer, wird euch wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten können, die ihr so habt, beziehungsweise nicht so detailliert wie ich. Weil, anders als andere Leute, die Naturführungen anbieten, habe ich nicht eine gute, aber nur 150-stündige Ausbildung zum Natur- und Wanderführer oder sonst was durchlaufen, sondern ich habe ein komplettes Studium durchlaufen und das entspricht so etwa paar tausend Stunden, ja, also ist schon ein Unterschied. Das ist schon ein gewisser Unterschied. Und ob ich Ahnung habe, naja, ihr werdet sowieso nicht mitgehen, wenn ihr erst drei meiner Videos gesehen habt. Daher könnt ihr euch da ja selber mal irgendwie so ein kleines Bildchen von machen, wie viel Hintergrundwissen und Fachwissen bei mir möglicherweise verfügbar ist. Dafür habe ich ja diesen YouTube-Kanal, ja nicht nur, aber auch eben als Werbeinstrument, um darauf hinzuweisen, was für eine Art von Wissen ihr gegebenenfalls erwarten dürft, wenn ihr mitgeht auf Tour. Es hat sich bisher noch keiner beklagt, dass ich in Real Life in irgendeiner Form irgendwas anders mache als in meinen Videos. Außer, dass es ein ganz kleines bisschen strukturierter ist, ist es nämlich, weil ich ja wirklich einen Plan habe, wo wir langlaufen und weiß, was ich an welchem Punkt erzählen möchte. Aber nichtsdestotrotz gerne wirklich jederzeit irgendwelche Fragen dazwischen stellen. Und auch wenn es überhaupt nichts mit dem Ort zu tun hat, wo wir gerade stehen, wenn ihr zwischendurch was zu den Tropen wissen wollt, dann fragt. Wenn ihr wissen wollt, welcher Käfer denn hier vorkommen würde, wenn man jetzt ganz andere Bäume hinpflanzen würde, könnt ihr auch fragen. Das weiß ich zwar vermutlich nicht, aber dann kommt hier der springende Punkt ins Spiel, nämlich für alle, die an irgendwelchen Touren teilnehmen, biete ich sehr gerne, auch zu meiner persönlichen Weiterbildung, einen Frage-Beantworten per E-Mail-Service an. Sprich, ihr wart dabei, ihr habt mich was gefragt, was ich nicht weiß, dann notiere ich mir das. Wenn nicht, kickt mich, dass ich es mir auch ja notiere, aber ich sollte eigentlich dran denken, sonst seid böse auf mich, wenn ich es nicht tue. Und wie gesagt, das notiere ich mir dann und dann kriegt ihr nach einem angemessenen Zeitraum, je nachdem, wie viel ich halt gerade zu tun habe, aber kann schon mal 4 Wochen dauern, ich hoffe, es ist nichts Dringendes, kriegt ihr dann eine entsprechende E-Mail mit der Antwort auf die entsprechende Frage.
Sofern, und das möchte ich betonen, es dazu eine Antwort gibt. Ja, also wenn innerhalb der Forstwissenschaften niemand eure Frage beantworten kann, dann kann ich es auch nicht, und dann kann ich auch nicht recherchieren, wie das denn jetzt dann nun eben entsprechend ist. Ich möchte darauf hinweisen, bitte zwei Ausnahmen bei den von mir zu recherchierenden Fragen. Und das habe ich auch schon mehrfach in dem Kanal hier immer mal wieder so ein bisschen heimlich versteckt erwähnt. Zu Insekten. Ich kann euch nicht sagen, welcher Käfer welcher ist. Ich bin zu schlecht in Insektenbestimmung. Das ist wirklich ein eigenes Fachgebiet. Das muss man schon sehr, sehr, sehr gut beherrschen. Und das wäre für mich einfach ein unverhältnismäßiger Aufwand, mich erst in die Thematik nochmal einzubearbeiten. Und damals bei der Prüfung, nee, ist ja nicht so, dass man da wirklich beschissen hätte, aber man hilft sich dagegen. Teamwork. Ja, jedenfalls, da bin ich raus. Ich kann euch zur Lebensweise verschiedener Insekten gerne was erzählen. Ja, da kann ich euch gerne auch was recherchieren und euch da was erklären. Und ich kann auch zur Ameise jede Menge erzählen, wenn wir welche finden. Die sind zurzeit gerade sehr aktiv. Auch ein sauspannendes Thema, das ich auf dem Kanal noch nie thematisiert wurde. Einfach weil ich spare. Ne? Es gibt schon ein paar Dinge, die will ich gar nicht unbedingt in Videoform raushauen. Und zumindest nicht auf normal YouTube, eventuell auf Patreon. So, jedenfalls Fragen stellen und wie gesagt, Ausnahme 1 eben Insektenbestimmung, Ausnahme Nummer 2 Pilze. Ja, also zur Lebensweise von Pilzen und zur Ökologie von Pilzen bitte gerne alles, was ihr wissen wollt, kriegt ihr auch eine Antwort, im Regelfall wahrscheinlich sogar vor Ort. Zur Pilzbestimmung, kann man den jetzt essen oder nicht? Da bin ich raus. Und das werde ich auch nicht recherchieren, weil das ist auch wieder ein ganz eigenes Fachgebiet. Ich lerne das mal sicherlich irgendwann noch. Es steht noch auf der To-Do-Liste von Waldwissen, das ich noch nicht besitze, das ich mir unbedingt noch aneignen muss. Ja, aber das sind die beiden Ausnahmen. Aber wirklich, fragt mich gerne, was ihr wissen wollt, dann ist alles gut. So, wichtig. Wichtig, die Frage nach dem, wo soll das Ganze stattfinden? Ich habe ja schon eingangs eben drumherum gedruckst, dass ich nicht genau verraten möchte, wo exakt das stattfindet. Selbstverständlich erfahrt ihr das bei Anmeldung. Klar, müsst ihr irgendwo hin. Ne? Aber grob im Raum Siegen in Nordrhein-Westfalen. Ja? Das ist so die, für die Leute, die jetzt gerade keine Karte im Hirn haben, das ist die südöstliche Ecke. Ja, der südöstliche Zipfel von NRW. Das ist deswegen relativ geschickt, aus mehreren Gründen. Erstens, NRW ist ein unglaublich naturführungsfreundliches Bundesland. Es ist das naturführungsfreundlichste Bundesland überhaupt. Also man kann viel über NRW sagen. Für mich ist es derzeit mein Lieblingsbundesland, weil es so Naturführung machen freundlich ist. Also für denjenigen, der die Führung anbieten möchte. Das ist nirgendwo so toll wie in Nordrhein-Westfalen. Zweitens, es liegt recht zentral. Also man hat, wenn man in Kiel wohnt, die Möglichkeit tatsächlich, das ist zwar völlig unsinnig und das sollt ihr auch nicht unbedingt machen, ja, aber es wäre rein rechnerisch zumindest möglich, aus Kiel nach Siegen zu fahren innerhalb eines Tages, um an dieser Führung teilzunehmen. Ja, das ist Unsinn, ja, aber ginge. Und ansonsten, das ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Ja, das heißt, die Chance, dass jemand, der das hier guckt, in NRW wohnt, ist höher, als dass er irgendwo sonst wohnt. Das heißt, das ist also auch wieder eigentlich ganz praktisch, denke ich. Und ja, eben die zentrale Lage. Man kann davon, den Großteil von Deutschland kann man eben Siegen noch einigermaßen erreichen, ohne jetzt eine ganze Weltreise machen zu müssen. Ich weiß, die abgelegenen Regionen wie Hintertupfing in Bayern oder halt eben tatsächlich noch hinter Kiel in Schleswig-Holstein, das wird natürlich schwierig. Das tut mir auch dann leid, dass das nicht möglich ist. Jetzt erstmal auf eine Führung mitzukommen, aber ich möchte noch mal betonen, es wird auch weitere davon geben und zwar früher oder später, hoffentlich, wenn ich bis dahin nicht verhungert bin, heißt das, hoffentlich dann auch irgendwann mal überall in Deutschland. Also ich bin immer mal gern sicherlich auch in den anderen Bundesländern früher oder später mal zu Gast. Bei sämtlichen Bundesländern außer Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Bayern wird es eher später. Ja? Bei Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Bayern wird es eher früher. Nur mal so grob zur Orientierung. Aber ja, Siegen in Nordrhein-Westfalen, Großraum Siegen, ja?
Mehr sage ich nicht. Aber ihr könnt damit rechnen, dass ihr von Siegen aus, angenommen ihr fahrt nach Siegen hin und dann ist es von Siegen, sind es nochmal maximal 20 Minuten mit dem Auto. Man kann da zu diesem Ort, wo wir hinwollen, theoretisch auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Das ist leider ein Haken, dass der abgelegen in der Pampa liegt. Das ist nun mal so bei Waldführungen. Da werdet ihr selten eine finden, wo wir im Stadtzentrum von sonst wo parken und dann in den Wald gehen. Das geht nämlich nicht. Daher ist es halt immer in der Peripherie. Und ja, man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen. Einer hat es mal ausprobiert, herzlichen Dank übrigens. Es ist ein gewisses Abenteuer. Es geht aber. Ja, es ist nicht unmöglich. Ihr bräuchtet halt dann auch wieder entsprechend Zeit. Dann würde ich euch einen Sonntagstermin empfehlen. Ja, gut, dann kommt ihr aber bis Montag nicht zurück. Könnt ihr vergessen. Aber ihr könntet hinkommen, zumindest ohne extra Urlaub nehmen zu müssen. Ja, ist natürlich auch wieder blöde wegen CO2 und so weiter und so fort mit der Sache mit dem Auto hinfahren. Wir können gerne Fahrgemeinschaften machen, wenn ihr euch dann angemeldet habt und die Tour soweit steht und soweit dicht ist und ich noch nicht noch irgendwen dazu nehmen möchte, dann schreibt doch bitte einfach bei eurer Anmeldung, sage ich gleich nochmal, bei eurer Anmeldung eben entsprechend dazu, ob ihr Interesse an Fahrgemeinschaften hättet. Dann würde ich einfach die E-Mail-Adressen von allen, die sich angemeldet haben und Interesse an Fahrgemeinschaft haben, unter euch veröffentlichen. Damit wir dann ungefähr sehen, wo kommt ihr her. Adressen von euch brauche ich sowieso. Und dann könnt ihr ja gucken, ob ihr das selbstständig irgendwie organisiert bekommt. Ja? Das wäre wichtig. Unter Waldfreunden ist man ja meistens sich gegenseitig sympathisch. Also ich habe noch nicht erlebt, bei den Touren, die ich jetzt bisher gemacht habe, dass es innerhalb der Gruppe irgendwelche Leute gegeben haben, die sich untereinander jetzt wirklich überhaupt nicht hätten riechen können. Habe ich noch nicht erlebt. Vielleicht war das intern so und mir hat es keiner gezeigt oder gesagt. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also bisher war da die Harmonie unter Waldfreunden eigentlich immer sehr groß. Ihr müsst ja auch im Hinterkopf behalten, dass nur ein bestimmtes Klientel meine Videos guckt von Mensch. Und nur bestimmtes Klientel von Mensch dann auch auf was mitgeht, das von mir eben entsprechend organisiert wird. Ihr habt also automatisch immer eine gewisse Gemeinsamkeit. Das hat bisher sehr gut funktioniert. Das ist jetzt nicht nur dumm dahergelabert. Gut, dann haben wir das Wo geklärt, wir haben das Was geklärt, wir haben das Datum. Ich sag's nochmal schnell. Also am 29. Juni, am 30. Juni, am 13. und 14. Juli. Und wenn das alles voll ist, dann machen wir nochmal am 27. und am 28. Juli. Sollte es dazu halt eben kommen. Wenn nicht, bin ich auch nicht böse, weil ich fahre am 5. August nach Grönland und bin den kompletten August deswegen beschäftigt und daher bin ich auch nicht böse, wenn ich das Wochenende davor nicht noch unbedingt eine Führung machen muss. Mach ich aber, ist aber überhaupt kein Problem, ja? Also mache ich gerne. Es schlagen zwei Seelen ach in meiner Brust, ne? So, Kostenpunkt. Für eine 4- bis 6-stündige Führung, ja, das geht den ganzen Nachmittag, ja, und drunter mache ich nicht. Drunter mache ich schon, aber das müsste man dann vorher entsprechend absprechen und dann müsst ihr selber eine Gruppe auftreiben. Aber jetzt für die öffentlichen Führungen, wo man sich einfach so anmelden kann, als Einzelperson oder auch gerne als 2 Personen, von mir aus auch als 3, das ist mir völlig wurscht, da ist es halt dann eben entsprechend so, dass ich euch nicht mitnehmen möchte, wenn ihr mich nicht alles erzählen lasst, was ich so zu sagen habe auf der entsprechenden Route. Und deswegen 4 bis 6 Stunden dauert das schon. Ich gucke, dass wir bei 6 Stunden bleiben. Ich gucke aber auch, dass wir die 4 Stunden voll machen, weil die möchte ich euch für euer Geld dann doch bitte gerne anbieten. Die besagten 4. Zumal ihr mich ja noch mit anderen Leuten teilen müsst. Ihr habt mich ja nicht exklusiv, sondern es ist ja eine Gruppenführung. Trotzdem dürfte eigentlich jeder Gelegenheit haben, alles zu fragen, was er fragen möchte. Oder zumindest sehr viel zu fragen. Kostenpunkt 20 Euro. Einführungspreis ist relativ günstig, wie ich finde, in Anbetracht, realistisch betrachtet ist natürlich viel zu günstig in Anbetracht meiner Qualifikation und der Tatsache, dass das Ganze 4 Stunden dauert. Aber Einführungspreis, und das ist erstmal für den Anfang ganz nett, zumal ich noch keine Meerschweinsteuer abführen muss, weil ich noch Kleingewerbetreibender bin. Und deswegen, wenn ihr mir 20 Euro zahlt, dann bekomme ich auch 20 Euro und der arme Staat geht leider noch, ja, nicht mehr lange, aber noch geht der Staat leer aus bei der Veranstaltung. Ja? Also ich finde, das ist für uns beide dann ein ganz fairer Preis und wenn ich dann Meerschweinsteuer zahlen muss, dann sieht die Sache sowieso anders aus. Abführen muss, ja, zahlen muss ich sowieso, ich bin ja auch ein Verbraucher, wie jeder andere auch. So, Anmeldung bitte an,
Ich blende euch das natürlich auch ein. Das steht auch nochmal unten. Meine Touranmelde-E-Mail-Adresse. Das ist deswegen jetzt wichtig, dass ihr bitte im Hinterkopf behaltet. Es ist die Touranmelde-Adresse. Die ist nur für Touranmeldungen da. Und ich habe auch kein Kontaktformular oder sonst was. Das ist alles rechtlich immer schon wieder ein bisschen schwierig. Also so einfach für mich, wie es geht. Und noch mit einigermaßen vertretbarem Aufwand für euch. Und ich denke, eine kurze E-Mail schreiben, das ist einfach fair, ne, für alle Beteiligten. Das ist eine Angelegenheit, das hält sich in Grenzen vom Arbeitsaufwand und vom Verwaltungsaufwand und es lässt sich gut verwalten. So, und wundert euch nicht, wenn dann Bens Sekretariat zurückschreibt, nämlich die Evelyn, also meine Freundin, die ist so lieb und macht die eben entsprechend die Verwaltungsarbeit, was mir eine Tonne Arbeit spart. Eine Tonne. Ich bin in sowas so schlecht und sie ist da so gut, dass ich würde euch jeweils wahrscheinlich eine Seite E-Mail zurückschicken, wo ich euch nochmal auf alle möglichen Eventualitäten darauf hinweise, was nicht notwendig ist, weil man die ja auch einkopieren kann. Also sie hat da so diverse Mustertexte und so weiter. Und wenn dann tatsächlich noch Fragen sind, dann könnt ihr euch auch gerne an mich wenden, beziehungsweise ich schreibe euch dann auch zurück, also auch von der gleichen E-Mail-Adresse. Da müsst ihr jetzt nicht extra zweimal schreiben. Aber besagte E-Mail-Adresse lautet jedenfalls betuxen-lassen@gmx.de. Vorläufig. Ja, das werden wir auch nochmal, also das GMX werden wir irgendwann nochmal ändern, wenn wir rausgefunden haben, wo wir denn jetzt eine professionellere E-Mail-Domain-Gedöns herkriegen. Das kostet auch irgendwie Geld. Und jetzt weiß ich, es sitzen da mindestens 20 Leute da draußen, die mir das jetzt erklären möchten. Ist lieb von euch, aber ich versuche es irgendwie selber hinzukriegen. Ja, bitte respektieren, dass ich irgendwie versuche, das selber auf die Reihe zu bekommen, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Aber bisher hat noch alles irgendwie geklappt. Und da dann halt eben entsprechend bitte eine E-Mail hinschreiben mit Anmeldung. Das bedeutet, da muss drinstehen, damit das Ganze ein bisschen rechtsverbindlich ist, ich würde gerne mit auf die Führung. Ich heiße, ich komme aus, also Adresse, wenn ihr wollt, noch eine Telefonnummer und wenn ihr mir dann halt eben noch dazu sagt, ob ihr Interesse habt, daran an irgendeiner Fahrgemeinschaft teilzunehmen, dass sich eine Fahrgemeinschaft bildet, dann bitte das auch nochmal kurz reinschreiben, wirklich so kurz, wie ihr wollt und das reicht schon vollkommen. Achso, ja, natürlich noch das Datum, an welchem ihr teilnehmen wollt und das habe ich auch noch vergessen, von 12 bis eben entsprechend 16 bis 18 Uhr. So irgendwas um den Dreh. Aber Treffpunkt ist jeweils um 12 Uhr mittags. Warum um 12? Naja, wer weit fahren muss, muss dann auch noch die Chance haben, eben an entsprechend dem Tag auch hinzukommen, finde ich. Man muss ja nicht unbedingt vorher vor Ort übernachten müssen. Und so ist es, glaube ich, wirklich ganz praktisch. Ja. Aber wichtig, die ganzen Details und Daten zur Anmeldung findet ihr auch nochmal unten in schriftlicher Form. Das ist auf jeden Fall übersichtlicher als das, was ich hier im Video zusammenquatsche. Ach, jetzt ist das schon wieder so lang geworden. Überraschung. Ich mache noch mal kurz die FAQ. Das wollte ich euch jetzt auch noch mal schnell erklären, damit wir wissen, wo wir sind. Aber ihr kriegt auch noch mal die genauen Spezifikationen, was mitbringen, wo treffen, wie viel Wasser brauche ich, was mache ich, wenn es regnet und all sowas, kriegt ihr auch noch mal per E-Mail, wenn ihr euch dann anmeldet. Aber jetzt für alle wenigstens mal die von mir ausgedachten FAQ. Natürlich habe ich noch nicht besonders oft gefragte Fragen zum Thema Führungen, aber ich habe mir mal überlegt, was eventuell oft gefragt werden könnte und damit nerve ich euch jetzt noch, wenn ihr noch zuhören wollt. Wenn nicht, ist an dieser Stelle auch schon gut. Könnt ihr euch auch gleich anmelden. Nein. Oh Gott, ich bin Commerz-Ben. Ich finde trotzdem 20 Euro ist ein fairer Preis. Da kann man mir jetzt wirklich keinen allzu großen Commerz vorwerfen, finde ich. Müsst ihr wissen. So, FAQ kommt gleich. So. Hund. Naja. Lieber wäre es mir, wenn ihr den daheim lasst, wenn ihr ihn mitnehmen müsst, weil ihr keine Möglichkeit habt, ihn daheim zu lassen. Das gibt es ja auch. Bitte beachten, Nordrhein-Westfalen hat im Wald grundsätzlich Leinenzwang und ich bin verpflichtet, darauf zu achten, dass man sich an sämtliche geltenden Gesetze und Bestimmungen für eben Nordrhein-Westfalen während dieser Tour hält, weil ich verantwortlich bin, wenn das jemand nicht tut. Es sei denn, es tut es ohne meine Kenntnis und gegen meine ausdrückliche Empfehlung. Dann bin ich natürlich nicht haftbar dafür. Kann ich nicht mit Gewalt durchsetzen, dass jemand da nicht mit dem Hund langläuft oder den Hund von der Leine nicht nimmt und sowas, ja. Aber ich würde schon Wert drauf legen, weil ich komme gegebenenfalls, wenn ich das nicht darauf hinweise, in die Haftung und da möchte ich nicht hin. Na, da ist es nicht schön. Also,
ne, wenn geht, ohne. Wenn nicht geht, dann bitte aber wirklich an den Leinenzwang auch halten. Ja? Das muss ich, wie gesagt, überprüfen. Und wenn ihr dann doch irgendwie der Meinung seid, dass euer Hund unbedingt jetzt frei laufen muss, egal wie gut ihr den unter Kontrolle habt, dann kriegen wir beide so ein bisschen ein Problem miteinander. Ja? Weil vom Grund her, ich glaube euch ja, dass der nichts tut und dass der auch nicht, und das glaube ich euch alles, aber bei so rechtlichen Sachen, ihr wisst ja, Waldrecht ist so ein bisschen mein Steckenpferd und insbesondere, wenn das für mich wirklich negativ enden kann, rechtlich gesehen, kann ich da einfach nicht sagen, ist egal, ne? Geht nicht. So, Kinder, könnt ihr schon mitbringen, das gleiche gilt für Jugendliche, Anmeldung bitte erst ab 18. Das liegt einfach daran, dass ich auch wieder keine Haftung für Minderjährige übernehmen möchte. Dann bin ich nämlich unter Umständen halt derjenige, der aufpassen muss, dass denen nichts passiert. Und das ist immer besonders gefährlich. Und das sind einfach dann nochmal aus rechtlichen Gründen so Dinge, die so kompliziert sind und mit zusätzlichem Risiko einhergehen, dass ich einfach nicht auf mich nehmen möchte. Wenn ihr eure eigenen Kinder mitnehmen wollt als über 18-Jähriger, oder sonstige Leute, für die ihr entsprechend beziehungsberechtigt seid. Ja, völlig wurscht. Dann dürft ihr das schon gerne tun. Ich möchte allerdings ausdrücklich darauf hinweisen, die Tour ist konzipiert für interessierte Erwachsene. Also ganz kleine Kinder werden sich da wahrscheinlich langweilen. Die kriegen von mir zwar auch einen schönen bodengründlichen Dreckbollen zum Spielen. Selbstverständlich. Ja, und ich versuche die auch dann gerne, so gut es geht, irgendwie zu integrieren und vielleicht auch nochmal extra was für Kinder zu erklären. Und vielleicht noch ein paar lustige Dinge, die Kinder mehr interessieren könnten, nochmal hervorzuheben. Das mache ich schon, aber der Großteil der Führung ist nicht für kleine Kinder gedacht. Daher werden die unter Umständen nicht allzu viel Spaß haben und es ist ja auch eine lange Führung, dann werden sie schon schnell müde und wenn sie dann quengeln und keinen Spaß mehr haben, dann haben wir da alle nichts von. Ja, also ihr als Eltern nicht, ich nicht, wenn sie mich nerven, weil sie dauernd am Rumnöhlen sind und die anderen Tourteilnehmer halt eben auch nicht. Nicht, dass ich was gegen Kinder hätte, ganz im Gegenteil, aber wer Kinder hat oder schon mal mit Kindern zu tun hatte, kann sicherlich nachvollziehen, die Argumente, die ich jetzt hier bringe. Bei Jugendlichen ja gerne, nur eben das rechtlich das Problem mit dem Erziehungsberechtigten, weil ich will einfach da wirklich nicht die Verantwortung entsprechend übernehmen. Wie das ab 16 ist, weiß ich nicht, da muss ich mich rechtlich nochmal ganz genau schlau machen. Jetzt vorläufig erstmal bitte Anmeldung erst ab 18. Tut mir leid, aber ich habe es noch nicht geschafft, mich da wirklich so intensiv mit der Thematik zu beschäftigen. Ob das mit 16 nicht vielleicht schon doch auch ginge, aber ich habe eh nicht viele Zuschauer in dem Alter, daher ist hoffentlich in Ordnung. So, Rauchen im Wald, das ist sogar ganz wichtig, wenn ihr Raucher seid. Ich muss darauf bestehen, dass ihr im Wald nicht raucht, weil wenn ich euch... Wenn ich es ignoriere oder eben tatsächlich darauf hinweise, dass ihr ruhig rauchen könnt, dann bin ich mitverantwortlich dafür, dass ihr im Wald raucht, was ihr nicht dürft, in Nordrhein-Westfalen von 1. März bis 31. Oktober. Wegen Feuergefahr. Ja? Ob das sinnvoll ist, dieses Gesetz, da können wir uns drüber streiten. Aber wie gesagt, ich möchte gerne bitte alle in Frage kommenden Gesetze wirklich minutiös einhalten. Und wir machen da wirklich nichts Illegales. Das soll alles hochseriös sein. Und ich bin auch eben mit in der Haftung, wenn ihr euch da nicht dran haltet. Das heißt, wenn ihr Raucher seid und wollt da mitgehen und haltet es nicht aus, 4 bis 6 Stunden nicht zu rauchen, wenn ihr mal von der Gruppe verschwindet, ja, euch einfach entfernt. Ich habe auch keine Pflicht, das zu verhindern, weil ihr seid ja alle volljährig und ihr könnt euch zwischendurch von der Gruppe durchaus mal entfernen. Und was ihr dann tut, aufs Klo gehen, einen Schluck trinken, die Ruhe genießen, wenn ich mal gerade nichts labere, weil ich nicht mehr da bin, geht mich nichts an. Ja? So, darauf können wir uns hoffentlich einigen. Aber wenn ich sehe, dann muss ich meckern. Ausrüstung. Ja, bequeme, halbwegs brauchbare Gelände, taugliche Schuhe. Muss jeder selber wissen, was da für ihn das Richtige ist. Ich möchte ausdrücklich empfehlen, knöchelhohe Stiefel, ruhig mit einer bisschen festeren Sohle. Ausdrückliche Empfehlung von mir, aber verpflichtet euch daran zu halten, seid ihr nicht, ihr seid selber groß, ihr könnt auch mit Flipflops rumlaufen. Ich werde euch deswegen nicht nach Hause schicken, aber wenn ihr dann auf die Fresse fliegt, seid ihr selber schuld. Ja, da übernehme ich dann auch keine Haftung. Ich habe nämlich jetzt hiermit darauf hingewiesen, dass ich ausdrücklich knöchelhohe, feste Outdoor-Stiefel eben entsprechend empfehlen möchte. Sonst braucht ihr noch ein bisschen was zu trinken, je nach Temperatur, die zu erwarten ist, mehr oder weniger Wasser. Wir können gegen Ende der Tour auch nochmal Trinkwasser aufnehmen. Wer das trinken möchte, tut es aber auch auf eigenes Risiko. Meiner Meinung nach ist es absolut unbedenklich, aber trotzdem eigenes Risiko. Und
ja, wie viel Wasser ich halt braucht. Außerdem machen wir eine kleine Mittags-, ja, Mittag ist dann nicht mehr, aber eine kleine Vesperpause, wie der Partner sagt, und essen eine Kleinigkeit. Dann müsstet ihr also im Idealfall auch eine Kleinigkeit zu essen dabei haben, weil ich kann nicht für alle was zu essen mitschleppen. Nur eine Kleinigkeit würde reichen. Oder wenn ihr halt was Großes wollt, könnt ihr auf was Großes, Dauer der Mittagspause etwa eine halbe Stunde. Sonstige Ausrüstung, ein Tarp, eine Axt, riesiges Messer, könnt ihr alles gerne mitschleppen, müsst ihr aber dann selber tragen, ja, und braucht ihr nicht. Also wir brauchen eigentlich nichts. Wer will noch ein Sitzkissen vielleicht, wäre noch eine ganz lustige Möglichkeit. Und natürlich noch wetterfeste Kleidung, ganz wichtig. Jetzt im Sommer wäre auch zeckenfeste Kleidung, also sprich eine lange Hose würde ich empfehlen, aber das ist alles optional, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr braucht auch keine wetterfeste Kleidung. Ihr könnt auch bei Regen in T-Shirt und kurzer Hose rumlaufen, wenn ihr das dann meint zu verkraften. Das ist alles kein Problem. So, Fotos und Filmen von Teilnehmern während der Tour. Fotografieren? Gerne. Wenn ihr so lieb seid, wenn ihr das dann veröffentlicht und nicht noch dazu schreibt, wo exakt das jetzt gewesen ist, damit nach wie vor meine Route vielleicht nur denjenigen offenbart wird, die auch wirklich dabei gewesen sind, dann wäre ich euch sehr, 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 sehr dankbar. Ja? Videos? Ja, die könnt ihr auch dann gerne meinetwegen veröffentlichen, aber bitte nur kurze Clips. Ne? Also die komplette Tour mitfilmen, aus nachvollziehbaren Gründen habe ich kein unbedingt großes Interesse daran, dass das dann im Internet landet. Ne? Aber so kurze 2-Minuten-Clips oder was von der Tour, wenn ihr jetzt selber YouTuber seid, dürft ihr gerne machen, stört mich nicht. Und auch veröffentlichen, ja. Aber und Privatfotos sowieso, völlig egal. Völlig egal, so viel ihr wollt. Privat filmen theoretisch auch, aber wenn ihr die ganze Tour mitfilmt, auch für euch daheim, ich werde ein bisschen misstrauisch. Ich frage mich, was das soll. Ja? Außerdem sollt ihr aufpassen und die ganze Zeit filmen. Ich hoffe, auch das ist wieder menschlich ein bisschen nachvollziehbar. Thema, wie ist das mit einer Versicherung? Bin ich denn versichert, wenn ich bei dir mitgehe und so weiter? Naja, es ist so, grundsätzlich ist beim Betreten des Waldes, was auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko passiert, immer mit waldtypischen Gefahren zu rechnen, auch wenn man mich dabei hat. Natürlich habe ich eine Aura, die das Herabfallen von Ästen verhindert. Nein, habe ich nicht. wir gucken schon, dass wir wo langlaufen, wo es nicht allzu gefährlich ist. Und wenn ich aber keine grobe Fahrlässigkeit begehe, sprich euch sage, ey, spring mal da von der Klippe und ihr macht das, dann könnt ihr mich völlig zu Recht danach irgendwie in die Haftung nehmen. Aber für ihr rutscht aus, ihr stolpert über eine Wurzel, ihr lauft gegen einen Baum oder es fällt tatsächlich mal ein Ast runter und trifft euch, kann ich und muss ich auch nicht irgendwelche Haftung übernehmen. Wir befinden uns nun mal im Wald und da sind nun mal gewisse Gefahren, inklusive auch, ihr kriegt Borreliose, weil euch eine Zecke gebissen hat, da habe ich auch keine Möglichkeit, das zu verhindern. Da muss ich auch nicht in die Haftung. Ne? Also damit wir uns richtig verstehen. Wenn ich hingegen eben wirklich irgendwelchen Blödsinn mache oder euch sage, hier trinkt das giftige Wasser oder isst den digitales Purpurea, dann muss ich, völlig zu Recht muss ich sagen, darf ich dann durchaus gesteinigt oder sonst irgendwie bestraft werden. Das wäre ja schlimm. Mache ich aber nicht. Habe ich nicht vor. So. Wetter. Tour findet bei jedem nicht lebensgefährlichen Wetter statt. Das bedeutet, wenn ihr im Wetterbericht hören könnt, wir haben Windböen von, na sagen wir mal, 50 km/h und mehr in der entsprechenden Region, dann bleiben wir zu Hause, beziehungsweise dann finden wir einen Ersatztermin. Aber ab 50 km/h Windgeschwindigkeit zu erwartend in der Region gehe ich mit euch nicht mehr in den Wald, weil dann fällt nämlich wirklich Zeug von den Bäumen und zwar in einem erhöhten Maße. Und da muss ich auch wieder aufpassen, eben wegen der Haftungsfrage, weil ich das nämlich weiß und man mir eine gewisse Expertise, dass das gefährlich sein könnte, eben unterstellen kann, könnte ich dann auch in die Haftung kommen, wenn jemand vom Ast angeschlagen oder erschlagen wird. Daher jedes nicht lebensgefährliche Wetter. Regen hingegen, scheißegal. Und wenn es kalt ist, seid ihr selber schuld, wenn ihr mitkommt. Beziehungsweise, wenn ihr euch im Winter anmeldet, dann müsst ihr damit rechnen, dass es auch kalt wird. Jetzt sind ja sowieso keine Wintertouren gerade momentan vorgesehen. Aber wenn es dann mal zum Winter kommen würde, dann wäre das so. Thema Zecken. Ich gebe euch gerne alle Tipps, die ich zur Zeckenprophylaxe besitze, zu Tourbeginn weiter. Aber lange Hose würde ich grundsätzlich mal empfehlen und ansonsten müsst ihr leider dann auch damit leben, dass es im Wald nun mal Zecken gibt. Das ist halt der Wald und nicht die Stadt. Das ist der Vorteil und der Nachteil des Waldes.
Tiere. Ich kann null Tiersichtungen garantieren. Ich versuche aber möglichst an Orten vorbeizulaufen mit euch, wo die Chance besteht, dass wir ohne sie groß zu stören, eventuell ein paar Tierchen zu sehen bekommen. Ja? Was immer das heißt. Aber garantieren kann ich es nun wirklich nicht. Geht eher davon aus, dass wir keine Tiere sehen. Also zumindest keine großen. Käfer, ja gut. Vögel, vielleicht. Dass das Reh vorbeispringt. Aber ein Reh ist jetzt auch nichts so Besonderes. Ne? Die sieht man ja auch, wenn man privat im Wald ist, ganz gut. Wie anstrengend ist die ganze Tour? Das wäre vielleicht auch noch interessant. Ja, 4 bis 6 Stunden. Das heißt, ihr müsst auch 4 bis 6 Stunden auf den Beinen bleiben können. Ja, wir machen noch eine Pause zwischendurch. Klar, man kann sich auch zwischendrin mal gerne hinhocken, wenn ich gerade was am Labern bin. Muss man nicht alle um mich rumstehen. Da darf auch um mich rum gesessen werden. Das ist überhaupt kein Problem. Wir laufen etwa, wenn das 5 Kilometer sind, sind es glaube ich nicht ganz. Aber ihr habt noch einen Hinweg zum Treffpunkt. Da kann man nämlich nicht hinfahren. Da muss man hinlaufen, wo der Tourstart ist, von nochmal 2 Kilometern, und das gleiche muss man dann irgendwann wieder zurück, ne, am Ende der Tour. Das heißt, sind schon so ungefähr 10 Kilometer, die es zu laufen sind. Ne? So Pi mal Daumen. Reine Laufzeit, Hin- und Rückweg jeweils circa 20 Minuten. Na, lass es 25 sein, gemütlich. Reine Laufzeit Tour circa 1 Stunde 15 bis 20 Minuten. Sowas um den Dreh. Ja, und den Rest der Zeit labere ich. Stehen wir rum und ich laber. Oder wir machen gerade Pause. Ja. Und das Ganze dann noch wie Zahlungsbedingungen. Ne? Kann man das per PayPal bezahlen? Derzeit nicht. Ihr kriegt eine Rechnung. Das ist allein schon zu meiner Absicherung fürs liebe Finanzamt eben entsprechend sich wichtig. Eine Rechnung kriegt ihr auf jeden Fall per E-Mail in digitaler Form zum selber ausdrucken. Muss sparen. Papierloses Office. Ich habe zu viel Papier hier um mich rum, deswegen nein. Und Barzahlungen habe ich nichts dagegen, wenn ihr mir einen 20er mitbringen wollt zur Tour. Ansonsten könnt ihr es auch gerne überweisen. Geht auch, ne? Auf die Rechnung dann. Das muss ich dann nur wissen, muss ich dann halt eben entsprechend quittieren. Also wenn ihr jetzt kein Bargeld dabei habt bei Tourstart, dann völlig überhaupt kein Problem. Dann kriegt ihr halt eine Rechnung, wo drauf steht, zahlbar innerhalb von so und so viel. Und 14 Tage normalerweise. Bei mir. So läuft das ab. Und wenn es dann halt bereits bar gezahlt ist, dann kriegt ihr trotzdem eine Rechnung und da steht dann halt bloß drin, ist schon gezahlt. Ja? Nur damit das alles schön amtlich und wichtig, und dann könnt ihr es von der Steuer absetzen, je nachdem, ob ihr es von der Steuer absetzen könnt. Ich kann es dem Finanzamt gegebenenfalls nachweisen, von wem ich denn diese 20 Euro da gekriegt haben will, die ich da gekriegt haben will, und dann sind wir alle glücklich. Hoffe ich. Ja. Das war's. Liste zu Ende. Ah, da fällt mir noch was ein. Wenn ich schon euch nicht erlaube zu rauchen, selbstverständlich machen wir auch kein Feuer. Ne? Also wenn ihr euch ein Mittagessen mitnehmen wollt, das Feuer erfordert, dann müsstet ihr für die Mittagspause auch irgendwohin verschwinden, wo ich überhaupt nichts mehr mit euch zu tun habe. Was ihr dann macht, ist eure Angelegenheit. Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, Feuer machen dürfen wir nicht. Ne? Also nix warme Küche. Schön kalte Küche. Wer was Warmes mitnehmen möchte zum Trinken oder sonst wie, es gibt Thermoskannen. Und es gibt, der Vollständigkeit halber, Moment, ich muss kurz weggehen. Ich komme gleich wieder. Ich bin wieder da. Es gibt hier solche Heating-Systeme, nicht, dass ich die jetzt verkaufen möchte, aber ich zeige euch extra mal so, dass man nicht den Hersteller nicht sieht, weil jetzt steht da oben ja Werbung. Jetzt darf ich also nicht sagen, dass man irgendein Produkt kaufen soll. Das heißt, das darf ich jetzt eigentlich schon, weil jetzt steht ja Werbung da. Wenn das so ist, also das gibt es zum Beispiel von Trackmates, und da drin ist ein Innenbecher und ein Außenbecher, und in den Außenbecher kippt man Wasser, dann schmeißt man ein sogenanntes Heating Pack, die gibt es hier in so einer Tüte zum Beispiel, sonst sind so kleine Beutelchen, schmeißt man dann da rein, kippt Wasser drüber, dann wird das heiß, das ist eine chemische Reaktion. Wenn man jetzt seinen Kaffee oder was immer man heiß haben möchte in diesen Becher reinmacht, da gibt es auch in groß, dann kannst du auch irgendwelche einfachen Gerichte mit zubereiten, dann wird der Becher auch heiß, und wenn man den Deckel drauf macht, geht es halt schneller, und im Endeffekt kann man sich damit legal, weil ohne Flamme, ein heißes Getränk oder auch eine kleine heiße Mahlzeit im Wald eben entsprechend zubereiten. Das Ding fürs Essen machen, da würde ich empfehlen, dass man sich damit zum Beispiel Dosenravioli oder sonst eine kleine Dose beispielsweise oder so ein kleines Nudelgericht, was auch immer, eine 5-Minuten-Terrine. Also was kann man damit ganz gut warm machen? Größere Kochvorgänge wie, keine Ahnung, Kartoffeln, das geht nicht. Das geht nicht, das kocht auch nicht, das macht nur heiß, und
Das einfach nur als Empfehlung für diejenigen, die unbedingt eine heiße Mahlzeit haben wollen. Das ist die eine legale Möglichkeit im Wald ohne eine zentrale Feuerstelle. Und die gibt es da leider nicht. Dafür ist das ein toller Wald. An ein heißes Essen zu kommen. Wisst ihr Bescheid? Das könnt ihr euch theoretisch besorgen und mitnehmen. Jede Flamme, die ich sehe, muss ich unterbinden. Rechtliche Gründe. So, das wäre es gewesen. Ich würde mich sehr freuen, wenn da der eine oder andere mit möchte, sofern es euch auch terminlich passt und vom Ort her passt. Und wenn beides nicht passt, dann ist es auch nicht schlimm. Ja, dann die nächste Gelegenheit folgt dann ganz bald. Sobald ich aus Grönland zurück bin und mich wieder einigermaßen eingelebt habe, gibt es die nächsten Termine. Und dann ist hoffentlich auch bald mal irgendwann meine Homepage fertig, weil theoretisch könnt ihr euch auch gerne einen Termin aussuchen und mir sagen, wo ich hinkommen soll und euch da den Wald erklären soll. Das kostet dann natürlich keinen 20 Euro mehr, aber das kann man auch gerne machen. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Schaffe ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Also ihr könnt, wenn ihr das jetzt unbedingt haben wollt, jetzt im Sommer und dann ein dringendes Bedürfnis danach habt, dann könnt ihr da auch diesbezüglich gerne eine E-Mail schreiben. Dann können wir mal gucken, ob wir da noch einen Termin finden. Ja, aber praktischer wäre es, nachdem ich aus Grönland zurück bin. So, dann bedanke ich mich fürs Werbung ertragen, fürs gegebenenfalls Interesse, noch viel mehr, wenn das Interesse so weit geht, dass ihr tatsächlich mit wollt. Und dann sehen wir uns eventuell und wenn nicht, dann nicht. Und wer sich jetzt noch fragt, ganz zum Schluss, du wolltest doch mal irgendwann noch mal eine Männer im Wald-Tour machen im Harz. Stimmt! Aber ich schaffe das jetzt gerade wegen Grönland wirklich einfach nicht. Und auch sonst, ja klar, ich will die noch machen und ich werde die auch irgendwann noch machen. Wenn ich sowieso das nächste Mal wieder im Harz bin, gehe ich da mal ein bisschen ausspinieveln, ob man da nicht noch dann irgendwie eine First Come, First Surf, kostet nix, Freizeittour im Rahmen von ein paar Leute, die sich treffen, um wandern zu gehen, machen kann. Aber ich möchte betonen, da sind schon ein paar Leute für reserviert, die ich da quasi vorgemerkt habe. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht zu denen gehört und euch jetzt nicht angesprochen fühlt, wegen Schottland, ne? Dann sind die Chancen, dass ihr da mitkommen könnt, super, 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 super gering. Das heißt, es wäre jetzt also eine, wenn ihr gerne eine Tour mit mir machen wollt, wäre es auch nicht unbedingt die allerschlauste Strategie, darauf zu bauen, dass ihr dann bei irgendeiner Gratis-Tour noch mitkommt. Und das wird dann wahrscheinlich dieses Ding im Harz auch die letzte Gelegenheit sein, ohne Umkostenbeitrag mit mir groß auf Tour zu gehen, weil ich muss essen. Ich bin inzwischen hauptberuflich das, was ich hier gerade mache und hatte ein gewisses finanzielles Polster und das hat geholfen und das hat dazu geführt, dass ich mich jetzt in Ruhe etablieren konnte und jetzt muss ich aber langsam Geld verdienen. Ja? So, und das heißt, ich kann nicht mehr allzu viel Friede, Freude, Eierkuchen, Gratiszeug, tralala und so weiter und so fort machen, weil ich habe keinen anderen Job, der meine Rechnungen bezahlt, nur noch diesen jetzt. Dankeschön nochmal und wie gesagt, bis bald, wenn ihr mitkommen wollt. Ich würde mich sehr, sehr freuen und ansonsten gibt es auch bald wieder ein vernünftiges anderes Video ohne Werbung. Tschüss.